Aber wir wollen diese überragende Vererbungsleistung aus den ersten beiden Chörjahrgängen mit knapp 20 gekürten Söhnen gleich nochmal herausstellen. Erstmal freuen wir uns, ihn in unserer Mitte zu wissen. Mit Katrin Südholter, die ihm vorstellt. Den Sohn des Vivaldi, For Romance, Don Schufro, Sandro Hit und Figaro, Viva Gold, OLD. Es ist einer der gefragtesten Zuchthengste des Landes, der dort auf dem Gestüt Westfalenhof in Steinhagen residiert. Aus der Zucht von Christine Arns Krogmann, damals im Fohlenalter durch Eugen Resing in Vechta entdeckt. Ich meine, das waren 130.000 Euro im Zuschlag und das war kein Cent zu viel. Vivaldi. Über den sprachen wir schon mehrfach, diesen Linienbegründer, der niederländischen wie deutschen Dressurpferdezucht, diesen Crack-C-Jazz-Sohn, dann die Vairons, die Mutter, Tochter des For Romance 1 ORD, den wir gerade eben noch unter dem Sattel von Therese Nielshagen hier in der Halle gesehen haben, und dann keine geringere als die Staatsprämien- und Elite-Stute, die Ausnahme- und Wunderstute Weihegold OLD. Isabel Wertz Weihegold, deren Stern ja aufging als Siegerstute in Rastede. Und die gemeinsame Laufbahn, die gipfelte mit mehreren Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, Weltcup-Finalsiegen und. Weihegold von Don Schufro, Sandro Hit, Figaro, Vollkorn und dann die namensgebende Stammmutter Weißena 4 von Kronos und Volkert. Aus dem Oldenburger Erfolgsstamm der Weißena. Und die Mutter Weihegold, sie hat eben nicht nur sportlich, sondern sich auch züchterisch nicht nur einmal an Denkmal gesetzt. Lang, lang ist die Liste dem Embryo-Transfer, sei Dank ihrer erfolgreichen Nachkommen. Paar hier kurz erwähnt, sie ist natürlich die direkte Mutter des Championatshengstes Total Hope von Totilas, der genauso wie seine Frau Mama Nürnberger Burgpokal und Louisdor-Preisfinale gewinnen konnte. Sie ist die Mutter von Jewel Sir Weihbach. Und auch Großmutter, eben nicht nur dieses Viva Gold, sondern von Iowa Gold, Vorgold, Damon Gold, des Siegerhengstes Extra Gold und wie sie alle heißen. Das ist der Stutenstamm. Jetzt müssen wir natürlich auch über die Referenzen dieses achtjährigen Hengstes reden. Er, der seinen 14-Tage-Test in Schliekau mit Weile gewann, 9,09 dort die Endbenotung. Er, der sich mehrfach zum Bundeschampionat qualifizieren konnte. Und er, der dann eben aus seinen bis dato zwei Chörjahrgängen schaffte, was vor ihm Leo Wenige ja kaum einer schaffte. 19 gekörte Söhne, so ist die Bilanz. Darunter zwei Siegerhengste. Einmal kurz nachgedacht. V-Power in Westfalen und Viva Vegas in München. Beide natürlich auch Preisspitzen ihrer Körung. Viva Vegas gestern auch noch zum Champion der Vierjährigen bei der dänischen Körung in Herning proklamiert worden. Zwei Siegerhengste, dann auch noch zwei Reservesieger, 9 Prämienhengste und insgesamt zählt er 19 gekörte Hengstsöhne aus 2 Jahrgängen. Eine Liste, die sicherlich weiter fortgesetzt werden wird. Dann hier schon absolut sicher in den Serienwechseln auf der Mittellinie. Und dass die Junghengste des Viva Gold so für Furore sorgen, war alles andere als eine Überraschung. Schon
Seit dem Fohlenalter des ersten Jahrgangs war er natürlich in aller Munde ein richtiger Fohlenmacher. Typ und bewegungsgeniale Fohlen, das sind sein Mark, das ist sein Markenzeichen. Mehrere Preisspitzen, zum Beispiel ein mit 80.000 Euro zugeschlagenes Stutfohlen, das weiblichen Geschlechts dort an jenem Tage die Allzeithöchstmarke bedeutete, im Auktionsring in Vechta, wo eben auch dieser Hengst selbst einst seine Karriere begann. Das Abschlussbild für das Gestüt Westfalenhof, und es sind ja vor allem auch diese hochinteressanten dreijährigen Neuzugänge, an die wir uns gerne zurückerinnern, die wir heute gesehen haben. Spring Night, Total PS oder eben auch S Torino. Aber neben Bellissimo M haben wir auch das Talent, die Veranlagung zur höchsten Versammlung gesehen. Ist natürlich dieser Viva Gold OLD, der Stolz des Hengststalls im Hause Sudhölter. Zu Recht sind sie stolz. Wir sind stolz, dass sie bei uns sind und waren. Und jetzt kommt der feierliche Teil der Vorstellung, verehrte Gäste. Jetzt dürfen sie sich nochmal frei machen. Jetzt wollen wir noch mal so richtig feiern. Katrin Sudhölter. Viva Gold. Und dranbleiben. Das sieht spitze aus. Starke Entwicklung, die er nochmal genommen hat. Und das steckt da einfach drin in diesem Stand. Talent für die höchsten Versammlungen. Und vor allem zwischen den Ohren, da werden ja Grand Prix gewonnen. Da präsentiert er sich hier auch einwandfrei. Nochmal die Abschlusslinie. Katrin Sudhölter, Viva Gold! Und der Applaus hinterher für das ganze Team des Gestüts Westfalenhof. Zwei haben wir noch für Sie. Und wieder so ein Bild, wenn der Vater mit dem Sohne. Aber diesmal kommt erst der Sohn. Erst kommt der Siegerhengst der Oldenburger Hauptkörung des Jahres 2023. Vor gut einem Jahr. Ich bitte Sie, noch einmal Ruhe einkehren zu lassen, wenn Sie richtig mitgerechnet haben, der ist 4 Jahre.